Eiszepter. Sollen wir da nicht beide holen, ne? Der bräuchte 240. Oder macht 240 Schaden. Wären schon mal 26 mehr. Aber na gut. Wir holen hier weg. Da rein. Wir wollen nicht nach rechts. Wir wollen... nee, komm, ich nehme den Weg hier. Hallo. Bye bye. So. Vor allem gibt ihr uns ein Artefakt, das das macht. Können wir bei dem Artefakt vielleicht lesen, ob es einmalig ist oder so. Hier sind deine Essenzen. Gut, gut. Hier ist der Ort der Wiedergeburt. Verwende ihn weise. Du hast nur eine Chance. Nun muss ich gehen. Kugel der Wiedergeburt. Entferne alle Fertigkeitspunkte, sodass du sie erneut verteilen kannst. Das klingt jetzt wirklich so einmalig. Also was machen wir jetzt? Zauberstäbe machen wir keine Punkte drauf. Das heißt, wir hätten 4 Punkte zum Verteilen mehr. Und Tränke könnten wir auch wegnehmen. Da hatten wir richtig viele Punkte zum Verteilen. Also ja, ich werde gleich Punkte verteilen auf Schwerter, auf Streitkolben, auf Bögen, Konstitution, Rüstung, Heilung. Okay. Klick. Benutzen. Und natürlich sind wir Nagi Dai, weil wir die Plattenrüstung nicht tragen können. Okay, also Schwerter. Streitkolben. Konstitution. Rüstung. Plattenrüstung anziehen, weil es kalt wird. So. 24 Punkte zu verteilen. Ich kann jetzt gerade gar keine Magie sprechen. Das ist auch komisch. So. Oh, warte mal. Habe ich jetzt die gut geschrieben bekommen oder muss ich jetzt die Punkte extra aufbringen? Falls ihr wisst, was ich meine. Also wir hatten ja quasi ein Geschenk bekommen in jedem Magie-Dingens da. Wurden die jetzt mit auf die Punkte zum Verteilen raufgerechnet oder nicht? Wenn nicht, wäre das wirklich Abzocke gewesen. Bügen wollte ich noch. Und Heilung. So. Brauchen wir die überhaupt? Einschläfern habe ich bisher nicht benutzt. Gegen Untote, nee. Glaube ich. Mach das mal so, dass ich noch 4 Punkte über habe. Das heißt, falls wir mal irgendeine Zauber brauchen, kann ich einfach darauf klicken und habe dann das soweit. Ja, sehr schön. Okay, Dingens neu verteilen. Schwert 1. Hammer 2. Besserer Bogen. Nicht im Panel verfolgen. Warum? Hä? Benötigt 12 in Bögen. Okay, Level Up haben wir gleich. Was noch, was noch, was noch, was noch? Zauber. Heilung. Auf 5, sagen wir mal. Die Nachhause-Teleportier-Dinge. Du, Schnelltaste, Shift 1. Du, Schnelltaste, Shift 2. Du, Schnelltaste, Shift 3. Du, Schnelltaste, Shift 4. So. Das Ding können wir einfach mal benutzen hier. Oh. Okay, die goldene Box ist doch für was nutze. Da oben ist noch so eine. Okay. Das sieht irgendwie so leer aus. Die Haustiere könnten wir noch reintun. Auch wenn ich die fast nie benutze. Aber so haben sie vielleicht eine höhere Überlebenschance, wenn ich sie einfach auf 4 setze, zum Beispiel, die Topfpflanze. Dann kann ich sie schön schnell wegklicken. Ja, das lassen wir mal so. Ja, das kann jetzt so bleiben. Also, 1.
Wo wollen wir jetzt noch hin? Wir wollen einmal nach links und einmal nach oben. Also hier hin und auf den Fahrstuhl warten. Ich hätte gerne so einen Enterhaken, den ich irgendwo hinschießen kann. Und dann hochklettern. Oder Doppelsprung. Oder Morphball. Also ja, sie hätten ruhig ein paar mehr Metroid-Anspielungen hier reinpacken können. Raketen und Superbomben müssten nichts unbedingt sein, aber der Rest wäre schon ganz schick. Also ein, zwei, zweimal nach oben noch. Einmal nach oben noch. Hier. Da. So, Hammer raus, wegen Skeletten und so. Ja, es hat ganz gut geklappt, der Pier. Oh. Doch, da ist er. Ich dachte schon. So, Licht an. Punkte verteilen. Bögen plus 1, Streitkolben plus 1, Schwerter plus 1, Konstruktion plus 1. Rüstung noch nicht. Wir haben noch nichts Besseres als eine Plattenrüstung. Also will ich auch keine Punkte darauf setzen. So, jetzt kann ich auch den Bogen. Bogen, Schnelltaste 3. Schwingen. Wow, ist der groß. Der ist anderthalbmal so groß wie wir. Mindestens. Was fehlt jetzt noch? Achso, nach oben. Nochmal nach oben. Das Ding hier fehlt. Wahrscheinlich auf der linken Seite irgendwo irgendwas. Du, richtig. Jetzt haben wir hier eine neue Quest, wo wir bestimmt ganz viel hin und her laufen müssen. Du hast alle Lichter in den Katakomben angezündet. Yay. Was machst du? Sprich zu mir, oh großer Geist. Ich rief dich im Namen der Macht von Hanakon, den Großen. Du hast meinen Namen gerufen? Es ist der Wunsch des großen Lord, dass du mir dein Wissen der Magie gibst. So musst du der Auserwählte sein. Ich habe dich früher erwartet. Was? Du wusstest schon, dass ich komme? Hanakon sagte mir, dass du kommen würdest. Du bringst das Necronomicon? Ach ja, das Necronomicon. Ich hoffe, ihr kennt den Film. Du meinst damit das Buch der Toten? Es ist dasselbe. Ohne das Buch kann ich dir das Wissen der Nekromantie nicht geben. Nekromantie? Oh großer Geist, wo ist das Necronomicon? In den Katakomben gibt es einen Raum mit einem großen dämonischen Siegel. Zwischen der fünften und sechsten Kerze ist ein Geheimgang, der zum Raum des Necronomicons führt. Wisse, das Buch ist angekettet. Du musst den Schädelschlüssel finden, um die Ketten zu öffnen. Ja, das haben wir. Eine letzte Sache noch. Um den Zauber zu sprechen, der dir das Wissen der Nekromantie gewährt, benötige ich arkane magische Essenz. Ja, okay. Diese verdammten Geister, alle fragen sie nach magischem Staub. Was für ein Haufen Abhängiger. Hast du gehört, Sera? Hanakon sendet jemand anderen, um diesen reinen Geist zu sprechen. Ja, er muss wichtig sein, um der Magie der reinen Geister würdig zu sein. Wie auch immer, ich beeile mich besser, bevor der Auserwählte kommt und die reinen Geister herausfinden, dass ich gelogen habe. Falls dieser Bastard auftaucht, bevor ich das Necronomicon habe, kann ich der Nekromantie goodbye sagen. Ich habe gerade ein sehr übles Gefühl. Wir sind der Geschickte von Hanakon. Und Sera spielt vielleicht nur mit uns und wartet darauf, dass wir alle Geister ausgetrickst haben, wie auch immer. Dass wir die Magie haben und dann, sobald wir ganz mächtig sind, übernimmt er wirklich unseren Körper. Das wäre nicht so schön. Aber gut, Arcanessenz haben wir, Necronomicon. Wo war das mit den Fackeln? Also den Lichtern. Ich glaube, das war ein, zwei Etagen tiefer. Ja, hier sind Augen. Also hopp, 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 hopp. Was da für ein Schild? Katakomben. Wag's nicht erlaubt. Nein, das ist nicht das mit den Kerzen. Hopp. Da war das Geschäft. Und noch mehr Augen. Muss aber jetzt in der nächsten Etage sein.
Genau hier. Zwischen der fünften und sechsten Kerze. 2, 3, 4, 5 und 6. Einfach Enter drücken. Okay. Das Necronomicon. Jetzt müssen die nächsten Skelette aus dem Boden kommen. Und wir müssen den Namen falsch aussprechen. Klaatu! Was machst du? Welchen Zauber sprichst du da? Ich sage die magischen Worte, auf dass die Armee der Toten nicht herauskommt. Ich habe noch nie von diesem Zauber gehört. Natürlich, weil ihr hier keine Filme habt. Zu Hause habe ich Armee der Finsternis wenigstens 3-mal gesehen. Und die Hauptfigur musste die magischen Worte sagen. Filme? Ich kenne dieses Wort nicht. Erkläre ich später. Lass mich den Zauber sprechen, das Buch nehmen und dann hier verschwinden. Klaatu Beradan Necti Nectum Nickel. Es ist ein N-Wort. Es ist definitiv ein N-Wort. Klaatu Beradan. Okay, ich sag dir die Worte. Ja, sehr geile Anspielung. So, und da kommt der Metatoten. Und unsere Pflanze ist tot. So. Komm schon, doofe Skelette. Und dadurch, dass sie so viele Rubine droppen, können wir einfach immer und immer wieder unser Haus Tiere beschwören. So, vorbei mal langsam. Das dauert ganz schön lange. Wahrscheinlich damit man nicht das Buch einfach krallen kann und weglaufen. So, Necronomicon. Einmal heilen bitte. Gucken, wie viel das jetzt bringt. Ein bisschen mehr, aber so wirklich viel auch nicht. Irgendwas Neues hier hinten? Nachdem die Skelette tot sind? Nö. Okay, wir müssen nach oben. Dann beleben wir kurz unsere Pflanze wieder. Das Buch sieht hier auch geil aus. Ja. Dann machen wir jetzt einen kleinen Cut, springen dann in das Tor da und gehen dann zu dem Reingeist der Nekromantie. Auch wenn das ein wenig komisch klingt. So, also bis gleich.